Wie weit geht das noch? Bis Boolean. Hier. A true false Boolean variable to keep track of whether or not our special effects are currently turned on. Private bool are emitters on. Das hier zeigt also, ob die emitters an sind. Und das hier ist die horizontale Geschwindigkeit, ob der Special Effect gezündet wird. Wenn er nach oben fliegt, wird er gezündet. Klar. Wenn er nach unten fliegt, nicht. Wenn er seitwärts fliegt, wird der Special Effect nur gezündet, wenn er diese Grenze überschreitet. So, mit was geht es jetzt weiter? Hier. Oh, das ist das ganze Skript. Ja, okay, dann gehen wir einfach das ganze Skript durch. We are going to use these later to calculate the current velocity. All position und current velocity haben wir hier. Beides Private Vector 3. Mehr gibt es dazu im Moment noch nicht zu sagen. Start grabs the initial position of the platform. All position gleich transform position. Das heißt, die alte Position wird die neue Position, wird die aktuelle Position gesetzt im Sch Start. Jetzt wird Start aber nur bei der Initiierung eingesetzt. Das heißt, eigentlich wäre All Position hier null. Damit das nicht passiert, wird sie hier im Start sofort gesetzt. Und dann haben wir hier Update. Remember, if our emitters were on, then we'll see if they are currently on. So, die bool were emitters on. Das heißt, waren sie an, wird gleich zu are emitters on. Das heißt, der Wert vom letzten Frame wird hier gespeichert. Und diesen Wert, den können wir jetzt dann gleich nochmal neu speichern. Hier nämlich. The emitters are on if the vertical y velocity is greater than 0 positive or if the horizontal velocity in either direction positive or negative speed is greater than our horizontal speed to enable emitters threshold. Das heißt, are emitters on ist entweder, also nicht entweder, sondern einfach nur, wenn current velocity Punkt y, also wenn die Kraft, die nach oben ist, die hier ist, current velocity, wenn die größer 0 ist, wenn er sich also nach oben bewegt, oder wenn hier massF absolut, das ist der Absolutwert, also alle negativen Zahlen werden in positive Zahlen konvertiert sozusagen, also einfach nur mal minus 1 oder durch minus 1, je nachdem wie es wird. Current velocity Punkt x. Wenn das größer ist als die horizontal speed to enable emitters, dann werden die auch angesetzt. Jetzt haben wir hier den neuen Wert, ob die Emitters an sind oder nicht. Und hier haben wir den alten Wert, ob die Emitter an waren oder nicht. Also erst den neuen Wert den alten Wert vom neuen ablesen und dann den neuen Wert generieren. So, we only have to update the particle emitters if the state of them has changed. This saves needless computation. So, wenn Ray emitters on ist nicht gleich R emitters on, wenn das also, wir haben ja hier den alten Wert gespeichert in Ray emitters on und jetzt haben wir hier den neuen Wert berechnet, sage ich jetzt einfach mal, vom Computer berechnen lassen. Und wenn die zwei Werte ungleich sind, dann ändern wir etwas, nämlich get every child particle emitter in the moving platform. Das heißt, for each particle emitter in get components in children particle emitter. Get components in children, das ist beim Spaceship, haben wir hier zack, zack, das alles, das sind die Children. Spaceship zählt, glaube ich, auch dazu. Weiß ich jetzt aber nicht genau auswendig. Ich denke schon. Es werden also alle Particle Emitter herausgesucht und für jeden Particle Emitter wird dann das folgende hier gemacht. Simply set them to emit or not emit depending on the value of R emitters on. Das heißt, emitter.emit gleich rEmitters on. Zu dem neuen Wert. Wenn der vorher aus war und jetzt an ist, dann ist hier false und hier true. Dann wird er hier zu true gesetzt und der Special Effect ist an. Wenn hier, wenn er vorher an war und jetzt aus ist, dann war hier true, false. Dann wird er hier zu false gesetzt und der Special Effect ist aus. So, dann late update. Current velocity gleich transform position minus all position.
Das ist die Current Velocity. Das heißt, im allerersten Frame ist Current Velocity einfach nur null. Oder ich weiß nicht, wie beim Vektor 3 wird da vielleicht mit 0, 0, 0 initiiert. Kann auch sein. Das heißt, wenn er mit 0, 0, 0 initiiert wird, ist das hier 0. Das hier ist auch 0. Das heißt, der wäre aus. Kann sein. Und dann wird Current Velocity zur Transform Position minus Old Position. Und anschließend wird die Old Position zur neuen Position. Das ist dann Late Update. Man hätte das auch hier unten nochmal dranhängen können, wie gesagt. Könnte man eigentlich auch. Gut, was es jetzt noch gibt, ist das hier. This line tells Unity to nicely place the script in a submenu of the component menu. Das heißt, wir haben hier Add Component Menu to the Platformer, Moving Platform, Moving Platform Effects. Wir haben also hier Component to the Platformer, Moving Platform, Moving Platform Effects. Wir könnten also, wenn wir hier jetzt zum Beispiel, wo haben wir sie denn? Moving Platform. Könnten wir hier Add Component to the Platformer, Moving Platform, Moving Platform Effects. Ich glaube, das habe ich sowieso schon mal gezeigt, oder? Und das ist diese Schreibweise, wie man das schreibt, wie man das hinzufügen kann. Add Component Menu. Und da gibt es dann auch das 2D, habe ich glaube ich auch schon gezeigt, hoffe ich zumindest. Das müsste es dann sein. Gut, sehen wir uns das nächste an. The Camera Scrolling Script. Scrolling Script. Haben wir das schon da? Nein, oder? Kamera, nein, haben wir nicht. Dann öffnen wir schnell das hier weg. Kamera Scrolling. Hier, das ist auch eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Wird hier auch wieder das Skript? Nein, hier wird nur auf einzelne Abschnitte eingegangen. Das heißt, hier gehen wir nicht das ganze Skript durch. Now let's examine how we get the camera to follow the character. To accomplish this, we use scripting. A simple yet functional camera script could be applied to the main camera. Read the character's X and Y coordinates and use those values for its own position, while keeping a certain distance away in the Z-axis. This works perfectly well, but if you closely examine popular side-scrolling games, you'll notice that it's never quite that simple. There are a handful of subtle touches to be made in order to get effective camera scrolling. All of this movement is defined in camera scrolling, found in scripts to the camera. Open the script and examine it. Use the commands we supplied to understand how it works. Here we will briefly describe what each function does. Set target. Das haben wir. Gibt zwei davon. Set target, transform new target und set target, transform new target, bool snap. Ich weiß nicht, welches davon die da, jetzt benutzen. Auf jeden Fall lesen wir mal durch. Look at the top of the script and you'll notice a private variable called target. Here, the object now is seeing that our camera is currently tracking target. Das ist, ob wir jetzt Lerps oder Spaceship anvisiert haben oder vielleicht auch ein drittes, viertes Objekt. The setTarget function is used by other scripts to change the private variable target. More specifically, the camera focus script uses this function when you click on the buttons at the top of the screen to choose whether to control Lerps or his spaceship, wie ich gerade gesagt habe. Why not allow setting of the variable directly? Simple. This way we can ensure that the variable is always set by calling our setTarget functions, making it easier to check that the value we are setting it to is a valid one for our purposes. Note also that we define the setTarget function more than once. Each definition accepts a different number of arguments, otherwise Unity will complain.
we can use these multiple definitions as an easy way to default the second argument to false, and also to make our script easier to follow. This programming technique is most commonly referred to as overloading. Überladung solltet ihr hoffentlich kennen. Das ist, wenn es zwei Methoden gibt. Nein, nein, hier. Das ist, wenn es zwei Methoden gibt mit denselben Namen, selben Rückgabeparameter. Eigentlich nur selber Name. Aber sie haben entweder selben Rückgabeparameter, unterschiedlichen Rückgabeparameter oder unterschiedliche Anzahl an Argumenten oder vielleicht sogar beides. Zumindest ist es bei Java so, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob das da auch so ist, aber auf jeden Fall ist es mit den unterschiedlichen Argumenten definitiv so. Das heißt, setTarget kann man jetzt mehrmals machen. Einmal mit einfach nur newTarget und einmal newTargetBoolSnap. Und hier ist der Trick dabei. setTarget mit new, nur dem einen Argument transform newTarget ruft setTarget newTargetFalse einfach auf. Mehr nicht. Und dann wird das hier durchgeführt. Es wird praktisch ein neues Target gesetzt. Und zwar wird, was geht denn hier? If there was a target, reset its interpolation value if it had a rigid body. Das heißt, wenn es ein Target gibt, dann wird es hier true. Also wenn Target, gibt true zurück. Wenn es nicht null ist, wenn es null ist, gibt es false zurück. Dann reset the all targets interpolation back to the saved value. Dann target rigid body gleich rigid body target get component rigid body. Wenn der target rigid body jetzt existiert, also man sucht sich halt vom Ziel den rigid body und wenn er da existiert, dann interpolation gleich saved interpolation setting. Interpolation setting. Hier, saved interpolation setting ist rigid body interpolation gleich none, Punkt none. Ah ja, okay. Anfangs nichts. Anschließend set our current target to be the value past set target to set target. Das heißt target gleich new target. Jetzt ist das alte schon mal komplett weg. Now save the new target's interpolation setting and set it to interpolate for now. This will make your camera move more smoothly. Only do this if we didn't set the target to null, nothing. So, wenn das Ziel existiert, also nicht null ist, dann wird sich wieder der Rigid Body geholt. Und wenn es einen Rigid Body hat, dann wird hier die Interpolation vom Rigid Body gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, was Interpolation ist. Kenne ich persönlich nicht, aber ist mir auch egal. Und dann wird hier... Teil Rigid Body Interpolation gleich Rigid Interpolate, wird dann einfach auf Interpolate gesetzt. Keine Ahnung, was es macht. Ist mir auch persönlich egal. Momentan brauche ich es nicht. Und ich habe es auch während des gesamten ersten Semesters nicht gebraucht. Also, naja. Dann hier. If we should snap the camera to the target, do so now. Otherwise, the camera's position will change in the late update function. Das heißt, wenn snap true ist, transform position gleich get goal position. Das heißt, wenn Snap true ist, dann springt die Kamera sofort, dann ist sie sofort beim neuen Ziel. Ansonsten läuft sie langsam hin. Können wir ja mal sehen, was wir haben. Entweder haben wir jetzt sofort das Bild. Habt ihr gesehen, die Kamera ist langsam nach unten. Und sie wechselt hin und her. Das heißt, sie ist auf Snap false. Wenn Snap true wäre... Können wir ja mal kurz so machen. Wir sind mal so fies. True. Moment mal kurz. Okay. Okay, jetzt haben wir es auf True gesetzt. So. Und jetzt wechseln wir mal. Jetzt müsste die Kamera normalerweise sofort... Ja. Zack, zack. Merkt ihr den Unterschied? Sofort... Und vorher war es hinbewegen. So, jetzt machen wir false. Daran merkt man, dass das hier benutzt wird. Mit der Kamera. Okay.
Hätte ja auch sein können, dass das hier benutzt wird mit unterschiedlichen mit ab und zu mal false oder true, aber nein, man merkt, das hier wird benutzt. Okay, dann get target. Wo haben wir das? Hier, get target, return target. Das ist einfach nur ein Getter. This is a simple accessor function, sometimes called a getter. It is a publicly callable function that returns a private variable. Notice how target defined at the top of the script is marked private. We cannot access it directly from another script, but another script can access this function. Functions like this enforce a concept called encapsulation. In Unity, this means our script is completely self-contained. Other scripts don't need to know how it works internally, and this helps us reduce bugs, as well as making our scripts easier to reuse in other projects. Getter solltet ihr eigentlich kennen. Für diejenigen, die es nicht kennen, wurde es gerade auf Englisch erklärt. Ich erkläre es nochmal kurz auf Deutsch. Hier ist Private Target. Private solltet ihr kennen. Das heißt, nur allein alles, was hier in dieser Klasse ist, Camera Scrolling, hat Zugriff auf Target. Alles andere nicht. Es wird nicht mehr aufgeführt, wenn ihr da irgendwas machen wollt. Wenn ihr ein Objekt Camera Scrolling instanziert oder auch statisch versucht aufzurufen, wird Target einfach nicht angezeigt. Was angezeigt wird, ist Public, diese öffentliche Methode, getTarget. Da bekommt ihr Target dann. Ihr könnt Target zwar nicht ändern, das ist damit gesichert, dass Target nicht änderbar ist, dadurch, dass Private ist und hier nur ein Getter ist, aber ihr könnt es abfragen. Ob es true, ob es null ist oder ob es irgendwas ist, was weiß ich. Und, naja. Es gibt da noch Äquivalent zum Getter, also gleich zum Getter gibt es dann auch noch Setter, die setzen dann eine Variable. Man könnte auch sagen, das hier ist ein, ja, das ist ein Setter, da steht Set Target. Er setzt das Target auf, also die Variable Target auf dieses neue Target. Und das hier ist eben der Getter, das hier. Der hier ändert die Variable Target, der hier gibt es zurück. Getter und Setter, das solltet ihr wirklich kennen. Ist sehr, naja, praktisch.